Eingabe- und Ausgabezeile-System, Systematik. Und genauso hat man das dann auch. Man hat Eingabezeilen, nummerierte Eingabezeilen. Und wenn ich eine Eingabe gebe, gibt es eine Ausgabe. Erstens, um die Oberfläche ein bisschen klar zu machen. Das andere brauchen wir wirklich gar nicht. Also Grafikfenster und Algebra könnt ihr euch eigentlich ausblenden. Braucht nur das CAS-Fenster. Ihr merkt, es sind wieder neue Symbole da. Das war einmal so ein erster Versuch, verschiedenste Symboliken reinzukriegen. Und die Idee ist natürlich, ein CAS zu machen, das nicht wieder nur auf Benutzerbefehle reagiert, sondern auch über Eingabe-Buttons, über Werkzeuge. Die Eingabezeile, aufpassen, die hat jetzt nichts zum Tun mit der CAS-Eingabe. Deswegen mache ich jetzt auch Folgendes, damit wirklich nichts mehr uns stört. Ich tue die Eingabezeile auch noch weg. Und jetzt bewege ich mich nur mehr im reinen CAS. Was haben wir da jetzt mal von der Oberfläche neu? Die neue Oberfläche hat verschiedenste Werkzeuge. Was seit kurzem erst, ich glaube eben erst seit 10. April neu ist, ist, dass die Styling Bar da verschwindet und es gibt da jetzt auf Wunsch vielfacher Rückmeldungen auch Texteingabemöglichkeiten in das CS und so also eine Sidebar gibt es auch noch, wo man verschiedenste Sachen einblenden kann, aber das nur zur Oberfläche. Zum CAS selbst. Ich fange ganz unten an. Es geht um ein didaktisches CAS. Wie kann ich ein Computer-Algebra-System einsetzen, das einen Mehrwert hat für Kinder, die noch nie mit sowas gearbeitet haben? Und ein klassisches Beispiel ist die Bruchrechnung, ja, die eigentlich in Unterstufen stattfinden sollte und wir dann wiederholen dürfen in der Oberstufen. Aber das Bruchrechnen kann ich mit diesem CAS wunderschön visualisieren und nicht nur einfach ausrechnen lassen. Also wenn du da jetzt eingibst, beispielsweise 1/4 plus 3/2 weniger 7/8. Sobald ich auf Enter drücke, wird das natürlich ausgerechnet. Ich kann leider die Schrift nicht größer machen von der Eingabe. Das ist leider so dargestellt. Also nehmt irgendein Bruchrechnen, ist egal. Kommt nicht egal, was da eingibt. Jetzt folgendes passiert, wir haben eine Eingabe und eine Ausgabe. Ihr merkt schon den Unterschied, ich habe jetzt wirklich als Ausgabe keinen numerischen Wert, sondern einen algebraischen Wert, 7/8. Das ist immer ein wichtiger Unterschied, damit man mal sagen kann, okay, wir rechnen da jetzt so, wie man es irgendwie aus dem Heft gewohnt ist und nicht immer nur mit Kommazahlen. Also auch mit Drittel und so weiter natürlich kein Problem. Jetzt, was ist der Mehrwert aus dem Ganzen? Ihr habt es jetzt auf Enter gedruckt und dann ist waren wir im Menü berechnet drinnen. Dann ist gleich. Jetzt gehe ich die anderen zwei Befehle da oben durch. Wenn ich jetzt nur mal, klicke zum einen in die Zeile, und wenn ich nur mal auf ungefähr, auf numerisch, erwartet man natürlich, dass man einen numerischen Wert kriegt. Und das dritte ist, behalte Eingabe. Das heißt, da wird einfach die Eingabe übernommen und nur mal als Ausgabe umgebracht. Ist sehr, sehr praktisch. Nehmt mal das dritte, dass die behalte Eingabe dabei ist. Das wird mir jetzt nur mal schöner, was ich eingeben habe. So, eine weitere Sache ist, kennt man von anderen Programmen, wie hätte ich denn jetzt gern, dass die Eingabe wieder in die nächste Zeile ist? Das ist eine zweite Zeile. Macht dann nichts einfacher als das, ich klicke einfach drauf auf die Eingabe, auf die Ausgabe, auf das, was blau bei mir steht. Klick und ich habe schon wieder genau das, was aus der Ausgabe steht, in der nächsten Zeile drinnen. Oder Leerzeichen oder Pfeile aufhören, aber es gibt da verschiedene Ansprüche. Und mit dem Klicken ist recht praktisch. So, was ist der Mehrwert jetzt bei dem Bruchrechnen? Ein Schüler weiß zum Beispiel, es wird rausgekommen, ich glaube, was ist rausgekommen? -7/8 oder so, gell? Und jetzt soll aber ein Schüler irgendwie ausrechnen die Zwischenschritte und das geht ganz, ganz klasse, indem ich jetzt zum Beispiel nur die ersten zwei Brüche markiere und jetzt auf das Gleich drücke. Und jetzt wird im Endeffekt nur der Zwischenschritt, den ich markiert habe, evaluiert. Und das finde ich eine super geniale Möglichkeit, jetzt Schritt für Schritt zu rechnen. Ja? Gerade in der Bruchrechnung. Weil, anderes Beispiel, jetzt nehme ich einen Klassiker, den viele Schüler vielleicht einmal falsch machen. 1/2 mal 5/7 weniger 3/8.
Jetzt denkt sich der Schüler, okay, kann man das ausrechnen lassen, wenn es jetzt aber darum geht, wie rechnet er das? Er will zuerst 5 Siebtel weniger 3 Achtel rechnen. Und wenn ich jetzt auf das Gleich drücke, spuckt er mir eine Fehlermeldung aus, die zum Beispiel nur heißt, überprüfen Sie bitte die Struktur Ihrer Auswahl. Aber das ist eigentlich sehr intelligent, weil GeoGebra CS erkennt, zuerst muss die Multiplikation passieren und dann erst die Subtraktion. Und das kann man schon mit einem gewaltigen Mehrwert bei dem ganzen Rechnen einsetzen. Ich brauche mich nicht um gemeinsame Vielfache und so weiter kümmern, sondern ich kann es jetzt so als System verwenden. Wieder kommt die Frage auf natürlich, ist das überhaupt sinnvoll, dass man sowas dann noch zeigt, wenn es eben das gleich sofort geht, dass ich die Lösung dort habe. Okay, das ist erste Sache, das erste Grundidee, das erste Beispiel, wie oder was GeoGebra machen kann. Geht es einfach auf Datei neu, das habe ich mir auch angewohnt, nicht die ganzen Zeilen wieder verwenden, die wir vorher gehabt haben, sondern einfach wieder von vorne beginnen. Eine weitere Sache, die eben in ähnliche Richtung geht, natürlich sollte das Ding Gleichungen lösen können, aber ich fange es gleich wieder von einer Seite an, wie ich das gern hätte in der Schule, dass ich das durchmache. Ich stehe nur immer auf das händische Durchrechnen, weil das ja trotzdem eine Fertigkeit ist, die sollen die Schüler trotzdem noch kennen. Also ich nehme einfach eine Gleichung her, 3x plus 7 gleich 5. Nein, du kannst 3x durchschreiben. Das erkennt er automatisch als 3x plus 7. Ich übernehme mal die Eingabe, damit ihr seht, was ich eingegeben habe. Das vergänze ich nur, wenn man Variable hat. AX, gell? AX ist eine Variable, ja. Und wenn jetzt einmal mit dem Schüler Gleichungslösen möchte, dann sage ich, okay, nimm diese Gleichung, das, was ich da gerade habe, und lass ihn einfach lösen, sondern was ist der erste Schritt? Wir haben da so Testmaterial erstellt und haben das mit Erst-Zweitklassler, also Unterstufenleute, muss ich dazu sagen, dann ausprobiert und via Screen Recording aufgenommen und habe mal angeschaut, wie gingen die mit dem System um, ja? Weil ich jetzt super probieren kann, was ist denn der erste richtige Umformungsschritt? Wie kriege ich jetzt die gesamte Gleichung aber? Gibt es auch wieder so einen Shortcut, ich mache die Klammer einfach zu. Dann ist die gesamte Gleichung da, dann habe ich das in einer Klammer geschrieben und kann mit der Gleichung jetzt manipulieren und kann, so wie man es aus Derive vielleicht kennt, wer mit Derive einmal gearbeitet hat, kann sagen, okay, der Umformungsschritt soll minus 7 sein. Also so wie es wir händisch kennen, jetzt habe ich nur das mit Klammern gehabt und minus 7. Nur die Klammer zu machen, mach nur die Klammer zu und er übernimmt das, was du zuerst eingegeben hast. Und dann schreibe ich minus 7 hin. Wenn ich jetzt nochmal auf Übernehmen drücke, dann sehe ich nochmal, aha, die gesamte Gleichung wird minus 7 gerechnet. Klicke drauf und lasse das evaluieren und tatsächlich wird die Gleichung dann vereinfacht. Ja? Was wir da gesehen haben, ist der Klassiker. Bei diesen ganzen Aufnahmen, der Schüler denkt, ja, da stehen 3x, er macht das erste dividiert durch 3. Wenn jetzt der Schüler das so probiert, dann sieht er, die Gleichung wird nicht einfacher. Ja? Und das meine ich mit didaktischem Mehrwert. Ja? Er kann damit ein wenig herumexperimentieren und kann jetzt mit Hilfe von diesem System sich Gleichungslösen von einer Basisniveau sich anschauen. Ja? Und so weiter und so fort. Ich brauche das jetzt nicht mehr weiter durchführen, aber nur, oder führen wir es mal schön fertig, was halt klasse ist, ich kann jetzt zeilenweise rechnen und sage, okay, die Gleichung muss ich durch 3 rechnen und ich kriege dann wirklich gleich x gleich minus 2 Drittel aus. Logischerweise soll es kein Problem sein, dass es den Befehl löse gibt, beziehungsweise klickt nur mal auf die Gleichung, die ihr oben habt, lasst euch die Nummer einer geben in die Eingabe, 3x plus 7 gleich 5. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu dem Werkzeug da oben. Es gibt da einen Button, der heißt Löse, natürlich. Also wenn ich die Gleichung da jetzt erinnern sterbe und ich klicke auf den Button, dann kommt Löse raus. Und jetzt ist wieder eine ewige Diskussion entbrannt, wie soll diese Lösung dastehen? Ja? Sollte jetzt da stehen geschwungene Klammer, x ist gleich, also das Lösungsmenge, sollte da stehen x ist gleich, sollte es bei einer quadratischen Gleichung, schaut mal, gibt es mal eine quadratische Gleichung ein und druckt auf Löse, da habe ich gerade eine, die sich nicht lösen lässt. Da ist jetzt lang, wirklich langjährige Erfahrung ist jetzt eingeflossen und irgendwann ist jetzt festgelegt worden,
eine quadratische Gleichung soll als Lösungen so auszuliefern, x ist gleich und x ist gleich und nicht x1 und x2. Das ist jetzt einfach fix. Das wird ja nicht mehr geändert. Ja. Weil, was ist mit einer Gleichung dritten Grades, dann müsstet ihr x1, x2, x3 haben, was ist mit Doppellösungen und was weiß ich. Und jedes Land hat wieder andere Notationen, manche schreiben x1, 2, manche schreiben sie gar nicht in geschwungene Klammern und so weiter und so fort. Ja. Also das ist alles von der Ausgabe, wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich nur ein Bild, was man sieht. Und da war ich lang genug diskutiert. Braucht uns nicht kümmern. Wie kriege ich das jetzt wieder aus? Das wird das nächste, ja. Das sind im Endeffekt jetzt Listen. Das war wieder so eine Sache, wieso man es in Klammern schreibt, weil dann kann ich auf diese Lösungen zugreifen. Ja. Kann dann wieder die irgendwie extrahieren. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit Element arbeite, kriege ich wirklich x ist gleich wieder aus. Ja. Da gibt es jetzt wieder einen anderen Befehl, der heißt Lösungen. Schreibt das nochmal aus. Lösungen, Gleichung und Variable. Und dann sage ich 3x² weniger 7x gleich 5, also ich kann es so verwenden, und die Variable ist x, dann spuckt es mir als Lösungen wirklich die Lösung in einer Liste aus und dann kann ich wieder zugreifen. Aber vielleicht, das was wichtig ist, die CAS-Funktionalität, auf das bin ich gar nicht eingegangen, ich habe wirklich keinen numerischen Wert, sondern wirklich eine schöne Schreibweise als Wurzel aus. Also der Befehl Lösungen liefert dann wirklich die einzelnen Lösungen, ohne dem x ist gleich. Muss ich jetzt der Liste einen Namen geben? Genau, und dann kannst du wieder mit der Liste weiterarbeiten. Also wird, Liste 1 und dann wieder Element von der Liste. N ist gleich. Das jetzt zu den... N ist gleich Lösungen. So ja genau, das kannst du wieder definieren. Das zu der Gleichungssache. Eine weitere Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, ist nur mit Datei neu, wieder von vorne anfangen können, ist dieser ganze Bereich Termumformungen und Algebra, tiefste Algebra. Ja. Es geht ja nicht immer nur darum, dass ich eine Gleichung mit einer Variable habe, sondern mehrere Variablen habe. Natürlich soll es für GeoGebra kein Problem sein, dass er a plus b nicht nur hoch 2, sondern hoch 7 ausspuckt. Ja. Und da ist wieder viel Diskussionsstoff gewesen, wie hätten wir denn gerne, dass das da steht. Jetzt steht es so da, wie wir es gewohnt sind. Ja. Fragt mal in England noch, wie die das gern hätten. Ja. Oder in anderen Büchern steht das wieder ganz anders. Das ist, wie gesagt, wirklich schwierig, da einen Konsens zu finden, weil man uns auf einer Ebene bewegt, die vorher noch nie wer probiert hat. Ja? Weil vorher ist im Endeffekt so, also wenn ich Mathematiker hernehme, ja, der spuckt einfach was raus und geht davon aus, dass der das benutzt, dann eh richtig interpretiert. Und wir wollen aber mit Schülern arbeiten, oder wir haben als Schüler als unser Zielpublikum, die vielleicht nicht das Wissen haben, dass b hoch 6 mal a das gleiche ist wie a mal b hoch 6. Also die sind ja irgendwelche Dinge gewohnt und so wollen sie es auch dann wieder haben. Jetzt sollte natürlich auch die Umkehrung funktionieren, das heißt, klickt einmal da drauf, dass dieser ganze Term da drinnen steht und das GeoGebra natürlich auch wieder erkennt, das kann ich faktorisieren. Jetzt komme ich zu diesen zwei Buttons. Der erste Button heißt Faktorisieren, das ist im Endeffekt sowas wie Suche irgendwie Vereinfachungen. Das ist nicht nur Faktorisieren, sondern Suche Vereinfachungen, könnte man sagen. Das heißt, es wird dieser Ausdruck versucht wieder zu schreiben und tatsächlich, ich kann das wieder faktorisieren, a plus b hoch 7, aber auch sowas wie 3x Quadrat y, jetzt mache ich keine Leerzeichen, x Quadrat y plus 7x hoch 3 mal y hoch 6 weniger 8x hoch 3y geht es in irgendeinen Term ein. Sowas sollte faktorisiert werden können. Ja, das hoch habe ich vergessen. Und mit dem Button sieht man wirklich tatsächlich das Schöne herausheben und ausklammern, wie es so schön heißt. Ja. Der kleine Unterschied ist zwischen das ist Faktorisieren, okay, da hebt er wirklich heraus. Wenn ich nur Enter drücke oder nur halt vereinfache, dann probiert er nur mehr zu vereinfachen. Und so habe ich so ein Beispiel gefunden, da hebt er x hoch 3 heraus, also steht es wegen anders da. Das liegt jetzt an dem dahinterliegenden CAS, und jetzt ist gerade genug Zeit, dass ich das mal ansprich. Was dahinter liegt, ist jetzt mittlerweile Reduce. Und der Markus sagt das aber ganz, ganz nett, seitdem Reduce in GeoGebra eingebaut ist, hat GeoGebra eine 50-jährige Geschichte.
Reduce ist ein CS, das es seit den 60er Jahren schon gibt. Ziemlich abgeschlossen, sehr leicht, sehr perfekt und sehr mächtig. Und Open Source natürlich, weil ich kann nicht in einem Open Source Produkt was Kommerzielles einstecken. Und der riesen Vorteil von dem Reduce ist, es funktioniert auch online. Ist für einen Endbenutzer wurscht. Ideen sind da, dieses CAS soll austauschbar werden. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Plugin, wenn ich Mathematiker habe, dass ich als Berechnungskernel im Hintergrund Mathematiker nehme. Das heißt, noch mächtiger oder MatCat, dass da eine Schnittstelle entsteht. Das ist aber wirklich was Extras und jetzt merkt der Nutzer eigentlich davon gar nichts und wird auch in Zukunft davon nutzen. Umgekehrt, der nächste Button soll jetzt das Multiplizieren, das ist ein bisschen eine schlechte Übersetzung. Es heißt im Original Simplify, ja, also vereinfache. Es sollten natürlich auch solche Dinge wie Termmultiplikationen ohne Probleme ausrechnen. Ja, das sind keine großen Aufgaben für CAS. Aber ihr seht, es geht mehr um die Richtung, wie kann ich das wirklich im Unterricht einsetzen. In unserem Unterricht, den wir jetzt gerade nur immer so auf dieses algebraische Herumrechnen aufbauen. Heute wird eh sogar schon ausgerechnet, da muss ich draufdrucken, multipliziere und aha, multipliziert es nicht aus. Da vereinfacht es gleich wieder. Macht überhaupt gleich Vereinfachung wieder draus. Probieren wir mal das. Vereinfacht es gleich, nur weiter. Ja, Bruchterme und so weiter, genau das gleiche. Also auch die Darstellung war uns wichtig oder ist wichtig bei GeoGebra. Dass das ebenso super und fein dargestellt wird. Da kommt eben jetzt zum Beispiel wieder so ein Beispiel. Eigentlich habe ich eingegeben 3 weniger 2x, darstellen du das anders. Deswegen habe ich immer bei diesen Tests und so weiter, sage ich dann immer, übernehme mal die erste Eingabe, dass du mal siehst, was habe ich denn eingeben und erst im nächsten Schritt kannst du das dann vereinfachen. Bisher mal probiert, wie ich das Bruchterme-Thema in der Schule durchgerechnet habe, ein bisschen mit den Schülern da zu arbeiten. Im Endeffekt ist dann auch so, dass der Grund, den wir dann der Schüler ist, ja, zu was lernen wir es denn dann überhaupt nur händisch, wenn das dann eh den Bruchterm dann sauber auf ist gleich ausgibt. Okay, das zu diesen zwei Werkzeugen, nur Faktorisieren und Vereinfache, Multipliziere halt. Und eine letzte Sache, die auch sehr, das war jetzt nicht richtig, die in dem ersten Block einmal vorkommen sollte, ist jetzt das Ersetze-Ausdruck. Das habe ich einmal versucht, den Schülern zu zeigen, die sie schwer da haben bei den binomischen Formeln. Also ich nehme die binomische Formel und jetzt bewusst einmal in der Form a plus b zum Quadrat. Ja. Also mit groß a gerechnet. Und dann habe ich gesagt, okay, ersetzen wir jetzt in diesen a plus b zum Quadrat einmal das Groß A über einen anderen Term. Und das geht mit dem Ersetze-Dialog sehr, sehr gut. Das heißt, schreibe statt A jetzt Klassiker irgendwie so mit Brüchen 3x durch 7 und statt B von mir aus 2y durch 5. Wenn ich jetzt gleich auf das Gleichdruck, wird gleich ersetzt und gleich vereinfacht. Deswegen mache ich jetzt nur einmal zuerst Ersetze, damit man einmal sieht, was wirklich passiert. Ein Blödsinn, danke. Das sollte nicht rauskommen. Und wir haben schon wieder mal sowas. Wenn ich auf das Gleichdruck, kommt wahrscheinlich, schaut das Ergebnis aus. Ja, mit Ersetzen ist es noch nicht gegangen. Mit das Gleich hat man es wirklich gleich ersetzt und ausgerechnet. Ja, ja, und da schreibt jetzt das Addition hin. Ja. Also das sind dann diese Bugs, die halt noch nicht ganz bereinigt sind. Aber das ist jetzt wie gesagt Wetter. Mhm.
Das weiß ich jetzt nicht, ich bin nur ganz entfernt von Derive. Kenne mich mit Derive ein wenig aus, aber sonst. Probieren wir es nur einmal. Natürlich kann ich da andere Ausdrücke eingeben, Term 1 und Term 2. Schauen wir mal. Ja, das passt ganz gut zum Ersetzen. Die Idee ist vielleicht, und das ist die ich da jetzt für mich als Anwendung gefunden hätte, was ist, wenn wir Gleichungen haben, wenn wir jetzt zum Beispiel die Rentenrechnung hernehmen und zuerst mache ich das allgemein und dann ersetze ich im Nachhinein das mit Zahlen oder mit anderen Buchstaben oder sonst irgendwas. Ja. Thema, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass das Gleichungslösen natürlich nicht nur für Polynomgleichungen geht, sondern natürlich auch für wirklich algebraisch herausfordernde Gleichungen. Nehmen wir zum Beispiel die Endwertformel. Endwert ist R mal, das nehmen wir groß R, haben wir R hoch N. Na. R hoch n weniger 1 durch R weniger 1. Also schreibe ich das mal so hin. Und natürlich sollte das CAS mir diese Gleichung noch n auflösen können. Ja. Wenn ich jetzt nur auf Löse drücke, wird sie nichts da haben, weil man wird sich schauen, was da. Schreibt das hin, aber nicht was Sinnvolles, weil ich weiß nicht, nach was ich lösen soll. Deswegen muss ich das jetzt wirklich mit Löse Beistrich nach N. Also muss ich die Syntax wirklich reinschreiben. Wie ich das Ergebnis dabei ersetze. Bitte das Ergebnis. Ich schreibe das rein mit den Ersetzungsparametern. Mhm. Aber das Ergebnis, was dann rauskommt. Was meinst du mit dem? Ja, das ist dann wirklich einsetzt. Steht da jetzt alles Edition. Ach so, ja, das ist ein Bug, das ist ein Fehler. Das ist durchsteht Edition und so weiter. Ja. Das ist einfach ein interner Fehler. Keine Ahnung, was da genau programmiertechnisch dann da ist irgendwo was jetzt kommt. Das ist jetzt zur Zeit ein Fehler, aber das wird dann wieder dargestellt. Also. Aber es ist ein bekannter Fehler, also den braucht man nicht posten. Ja, das hat einmal der, kann ein bisschen leider auswählen, das hat einmal der Simon ein bisschen erklärt, wie das Problem jetzt mit dem CAS ist. Ihr habt es vielleicht schon alle vergessen, dass wir nur ein GeoGebra sind. Und dass wir nicht nur ein CAS haben, sondern nur vier andere Fenster da. Und das heißt, wenn ich da einen Programmcode ändert, kann es fatale Folgen haben im CAS und umgekehrt. Wenn im CAS was ändert, kann es wieder weitere Probleme geben dort. Und das ist weltweit einzigartig. Also da sind wir im absoluten Neuland. Da hat man keine Erfahrungswerte, weil es eben interne Abhängigkeiten gibt. Ich sage euch dann so ein Beispiel, wo man als Mathematiker weiß, da wird es wirklich happig jetzt von der Struktur eines CAS. Aber jetzt zu dem weiter. Wenn ich eine Löse nach n angibt, soll er natürlich herausspucken, irgendwas mit dem Logarithmus, und er macht es relativ schön. Ja, ich sage mal, das funktioniert ganz gut. Nach r kann er es natürlich nicht lösen. Aber diese Löse-Dinge sind recht praktisch. Und was jetzt seit ein, zwei Wochen angeblich geht, ich habe es gestern probiert, also ich hoffe, das geht heute auch noch, ist, Gleichungssysteme war früher nur möglich, dass man es in Listen schreibt und dann Löse druckt. Also beispielsweise, dass er Gleichungssystem jetzt reinschreibt, 2a plus 6b gleich 1, Beistrich, und dann 4a weniger b gleich 2, und wenn ich das in geschwungene Klammern schreibe, jetzt habe ich das so eingeben, dann ist das eine Liste von Gleichungen. Und diese Liste von Gleichungen kann ich dann mit dem Löse-Button lösen. Aber da steht, löst eine Gleichung mit einer Unbekannte. Das geht, ja. War eigentlich immer schon möglich und ich habe es ausprobiert, das kann man mit 6 Unbekannten auch noch machen. Und es muss natürlich nicht nur unbedingt jetzt nach A und B. Jetzt sind A und B die einzelnen Unbekannten, die einzigen Unbekannten. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Interessant wird es ja, wenn da auch noch steht, x mal a, y mal b und da vielleicht z mal a minus b. Jetzt muss ich aber leider nur sagen, natürlich, nach was soll das lösen? Sonst weiß ich nicht, was die Variable ist. Löse Beistrich wieder nach a Beistrich b auf. Also das ist jetzt die Eingabe, die ich gemacht habe. Okay, Klammer.
löse diese zwei Gleichungen nach den Variablen a und b auf. Und das sollte natürlich jetzt ebenso die Lösungen liefern. Ja? Und da fängt für mich erst wirklich CAS an, wo es sinnvoll ist. Ein Gleichungssystem zu lösen mit zwei Unbekannten, da sollte noch kein CAS sein eigentlich. Ja? Das kann ich mit zwei Geraden machen, die sich schneiden an. Bei drei Unbekannten, okay, wird es ein wenig interessant. Aber da, das sind, glaube ich, so die Hauptaufgabenbereiche, die wir dann in der Schule haben werden. Ja? Gleichungssysteme lösen und so weiter und so fort. Jetzt geht ich mal... Wie meinst du, das da oder wie? Ja, also das scheint jetzt über dem zu sein. War, okay, ja, kann ja sein. Kann sein. Aber solche Gleichungssysteme kommen vorher in die Schulbücher. Mit Variablen. Also sowas kommt schon vor, glaube ich. Ich meine natürlich, jetzt habe ich ein Beispiel erwischt, das ist auch blöd aus. Aber was ich so klasse finde, ist, das mit den Listen war sehr, sehr eine gute Idee, aber meistens macht man ja sowas, dass man hat 3x plus 5y ist gleich 1, das lasse ich als Eingabe da, und dann gebe ich noch ein 4x weniger y ist gleich 3. Das heißt, ich habe zwei Gleichungen jetzt untereinander, und um die wieder in eine Liste zu schreiben, das ist sehr aufwendig, und jetzt haben wir ein Feature eingebaut, gekriegt von einem Programmierer, ich brauche einfach nur die zwei Zeilen markieren und drücke jetzt auf Löse, und dann kommt wirklich die Lösung raus. Also das ist sehr, sehr benutzerfreundlich, finde ich, und deckt schon viel ab von dem, was wir können. Das kann ich euch garantieren, wenn ihr das im Unterricht jetzt schon einsetzen wollt, ja, das funktioniert sicher in Zukunft. Das ist schon so stabil jetzt, dass sich da nicht mehr nichts ändern wird. Ja. Wie ist das dokumentiert? Ist das in der Hilfe? Die Sachen, die findet man alle nur im Forum oder also im GeoGebra-Forum gibt es einen Link zur Hilfe, aber da gibt es noch nicht wirklich eine Hilfe, weil es macht ja auch keinen Sinn, eine Hilfe zu schreiben, auf was sich dauernd ändert. Ja. Aber ihr werdet sehen, dass das Ganze wieder dann mit F1 bei der Online-Hilfe wird das genau wieder so eingebaut. Ja. Diese Tipps und Tricks, aber ich kann im Endeffekt erst dann Tutorials schreiben, wann die Software steht. Ja. Und die steht noch lange nicht so, wie es sein soll. Mit 3 habe ich es noch gar nicht ausprobiert, sagst du, das probiert es mal. Das war a plus b plus c gleich 1. 3a plus c plus b wenig c gleich 5. Würde mir aber wundern, wann das nicht funktioniert. Ja, es funktioniert sogar mit 3. Also das schaut ja ganz, ganz gut schon aus. Dass auch mehrere Variablen dann gelöst werden, oder mehrere Gleichungssysteme. Ist das mit diesem Dollar geschwungenen Klammern, wie es da drüber steht? Das ist der Zugriff, ja dann. Das ist jetzt so erledigt worden. Wenn es dich interessiert, oder wenn es wen interessiert, das ist auch wieder ein Relikt aus, oder nicht ein Relikt, eine Möglichkeit, wie man jetzt Zellen ansprechen kann und wieder auf das zurückkommen kann, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja immer noch interaktiv unterwegs in GeoGebra. Also nur ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt gerne hätte, schreibe ich die Gleichung eine, 3x plus 5 gleich 2 und dann schreibe ich irgendwie was anderes, t ist gleich 4 und s ist gleich 3 und jetzt hätte ich gern wieder die Eingabe irgendwo weiter verwendet, dann kann ich mit dem Dollarzeichen, Dollar 1, liefert man wieder die Ein- bzw. die Ausgabe und Raute 1, wird im Endeffekt das, was ich eingegeben habe, wieder da rein geholt. Das ist so wie das Raufklicken da. Ja. Das bedeutet, dass ich jetzt auch mir auf diese Sachen beziehen kann. Also jetzt mache ich da in die zweite Zeile nur eine Gleichung. 4x weniger 2 gleich 2y gleich 3. Und da macht man auch noch y einer. Und ich kann jetzt sagen, okay, oh, passt. Und jetzt möchte ich mich auf die Gleichungen beziehen, die in 1 bzw. die in 2 stehen. Und dann kriege ich halt wirklich wieder die Liste her. Okay? Und so kann ich wieder einen relativen Bezug machen. Dollar ist die Ausgabe und Raute die Eingabe. Genau, mit Raute holst du praktisch die Eingabe. Raute 1, wenn ich Raute 1 und Enter drücke,
dann wird das übernommen, was da in der Eingabe oben gestanden ist. Ja. Naja, Dollar 1 ist, also, ist jetzt nur mal. Da wird praktisch das 3x plus 5y, also das, was da steht, ja, einfach einer kopiert und mit dem weitergerechnet. Dollar 1 hat aber wirklich, es bezieht sich auf die Eingabe in Zelle 1. Das heißt, wenn jetzt die Eingabe in Zelle 1 ändert, auf 4, dann wird das da unten auch geändert auf 4. Das ist ein kleiner Unterschied. Das ist relativer und absoluter Bezug. So irgendwie. Nein, nicht relativ. Aber interaktiv und nicht interaktiv. Interaktiv und nicht interaktiv, so könnte man sagen, ja. Jetzt kann man jetzt ein wenig weiterdenken, was man damit alles machen kann, aber zuvor noch ein paar Erklärungen noch, also noch einmal, dass der neue nur was sagen kann. Die einzigen Tools, die da noch als Werkzeug realisiert sind, sind jetzt Ableitung und Integral. Ja, man kann natürlich da jetzt da wieder mehr noch hinbauen und sich überlegen, wie geht das noch. Es sind sehr, sehr viele Befehle dazugekommen. Vielleicht einer, der manche von euch interessieren würde, wird, ist LöseDGL. Differentialgleichungen zu lösen. Ja, sehr, sehr schön und sehr, sehr klasse. Gleichung, abhängige Variable, unabhängige Variablen. Da muss man sich einfach ein wenig durchschauen, was alles an CRS spezifischen Befehlen möglich ist. Nur ganz kurz. Es gibt jetzt praktisch CRS spezifische Befehle, könnt ihr euch erinnern, das habe ich schon gesagt heute, die wirklich ganz speziell fürs CRS funktionieren, die manche sind eh gleichlautend. Das ist kein Problem. Ich kann alle Befehle, die im GeoGebra funktionieren, natürlich auch im CRS verwenden. Aber manche Befehle, wie zum Beispiel was fällt mir da jetzt ein? Also, der wirklich nur da funktioniert, der LöseDGL war zum Beispiel sowas, oder N-Löse, numerische Lösungen, das ist halt ein spezieller CRS-Befehl. Den kann ich nur im CRS verwenden und nicht in der Eingabezeile N-Löse. Wie man merkt, das geht da oben nicht. Der geht nur da unter N-Löse. Okay? Sorry. Also da gibt es dann spezifische Sachen oder Partialbruchzerlegungen und, da muss man sich ein wenig überlegen, was man wirklich braucht. So Sachen, das ist klasse, ja, rechtzeitige Grenzwerte, Befehl Grenzwert geht natürlich auch, ja. Grenzwert von 1 durch n und die Unendlichkeit ist Infinity. Also das kann ich wirklich so eingeben und berechnet man wirklich den Grenzwert. Das wird natürlich auch funktionieren, auch von komplexeren Dingen, rechtzeitig, linksseitig. Ja. Und viele, viele andere Sachen. Die dort sind. Das ist aber nur 10 Zeilen bei der Eingabe. Nein, das geht nur, das geht weiter. Du kannst beliebig weit oben. Beliebig viele Zeilen nach unten. Und wird halt dann auch mit Textzeilen zu ergänzen. Also ich kann dann markieren, ich möchte jetzt da eine Textzeile. Das heißt, da ist was einschreiben, dies ist ein Text. Auch wenn ich jetzt auf Enter drücke, das ist im Endeffekt das Text. Das wird nicht evaluiert. Das sind keine Variablen. Da kann man, das war so unser Wunsch, dass man da mal ein bisschen was einschreiben kann zum Dokumentieren. Ja. Okay, das sind mal so die ersten Grundideen und Grundfunktionen von GeoGebra CRS. Wo ist mein Handy hier da? Da ist er. Haben wir noch Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist halt das, was das ganze Produkt so komplex macht. Wir sind im GeoGebra und allein schon, wenn sich jetzt die Algebra-Ansicht einblenden lässt, bitte nur zusätzlich, macht ein neues Wert auf, ein neues Fenster auf und lässt sich die Algebra-Ansicht noch dazu anzeigen. Gibt es jetzt wieder ein paar Besonderheiten, die GeoGebra CS dann wirklich komplex machen. Ja? Und zwar gebe ich jetzt in der Eingabe zum Beispiel T ist gleich 4 ein, dann soll das eine Zahl sein, die dem Parameter 4 hat und das ist ein freies Objekt, das kann ich verändern. Okay? Jetzt soll natürlich, wenn ich im CRS dieses T verwende, als Ergebnis was rauskommen? 4. Okay? Das heißt, ich kann natürlich auf das zugreifen, was,
ich würde es nicht sagen, wie es in anderen Programmen ist, aber global und lokal und so weiter, aber das gibt es da eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt das, was im normalen GeoGebra-Fenster ist, auch hier ansprechen im CS. Und jetzt wird es erst kompliziert, weil das ist ja ein freies Objekt und das ändert sich. Und ihr seht schon, was passiert. Schon bei so einfachen Sachen wie 5,1, das wird nicht natürlich als 5,2 übernommen, sondern als Bruch immer dargestellt. Das heißt, da brauche ich viel CS-Power im Hintergrund, dass das Ganze dann bei komplexeren Sachen, das jetzt einfach, auch sauber dargestellt wird. Ja. Ebenso ist es mit Funktionen. Also wenn ich da jetzt habe, ich definiere Funktion x² weniger 4x oder plus 4x, dann sollte ich natürlich da erinnern, mit dem Funktionswert an der Stelle 4 den richtigen Wert rauskriegen. Ist auch klar. Das heißt, die Synchronisation zwischen diesen beiden Fenstern muss funktionieren. Jetzt aber, um nur ein wenig Komplexitätsgrad einzukriegen, macht euch die Ansicht Grafik als neues Fenster auf. So, jetzt seht ihr, dass die Funktion, so wie man es gewohnt ist, gezeichnet wird, in Algebra-Fenster drinnen ist, im CAS-Fenster wieder mit gearbeitet. Und jetzt machen wir ganz was anderes. Jetzt tue ich mal im Grafikfenster die Funktion ändern, indem ich die Funktion verziehe. Und da sieht man schon, was passiert manchmal. Seht ihr das? Und das so hinzubringen, dass das so glatt abläuft, das ist meines Erachtens eine Programmiermeisterleistung. Ja? Dass das immer nur so interaktiv läuft, ein Hammer. Nämlich aber wirklich komplexen Berechnungen. Ja? Weil F4 an der Stelle dann dieses Bruch darzustellen, ist super. Und wir haben immer nur ein Fenster mehr. Du jetzt den Graphen anklickt. Ich tue den Graph einfach mit der Maus gerade verzieren. Mit dem Bewegen-Menü. Bewegen-Menü. Man kann natürlich da schnell mal die Grenzen austesten und sagen, okay, wie schaut das jetzt aus mit dem Integral und so weiter. Das heißt, wie geht das dann weiter mit komplexeren Sachen, aber das müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Und jetzt haben wir in einer Ebene drinnen, die eigentlich jetzt erst wirklich spannend wird. Und wo wir seitdem die Idee geboren worden ist, CS, welche Beispiele gibt es im Schulbereich, wo diese 4 oder 2 oder 3 Fenster Technik ganz, ganz, ganz klasse Vorteile bietet. Ja? Also mit 2, 3 Fenstern haben wir schon gearbeitet, aber wo ist es nur wirklich extrem toll, wenn ich eine CS-Funktionalität auch noch habe. Ein super Beispiel ist uns immer eingefallen, das ist das mit den Grenzwerten, ja, dass man sich da im CAS Folgen anschaut, etwas komplexere Folgen, die Grenzwerte berechnen lässt, die Grenzwerte da dann einzeichnet und dann Folgenglieder dementsprechend wieder darstellt und so weiter. Also das ist auch eine Möglichkeit. Das zeige ich euch dann nur geschwind die Datei. Aber da muss man jetzt wirklich kreativ werden und da haben wir uns wirklich schon viel Leute schon in den Kopf gesprochen, wie kriege ich jetzt wirklich da diese Zusammenspiel zwischen Tabelle und CAS, was kann da wirklich alles noch möglich, was eröffnet das für Dimensionen, wie können wir da toll arbeiten. Ein Beispiel, das was mir ganz gut gefällt, ich weiß jetzt nicht, ob es geht, aber das habe ich mir vorgenommen, dass ich es mit euch konstruiere, ist eine Umkehraufgabe. Eine klassische Umkehraufgabe, wo man gewisse Punkte gegeben hat, gewisse Eigenschaften in Formeln umsetzen sollte und das dann aber gleich wieder in die Grafik berechnet wird. Ja, und dann schauen wir, wie das Ganze funktioniert. Also so stellen wir wieder vor, dass ein perfekter Schüler das CAS einsetzt, um heutige Aufgaben, wie sie im Schulbuch gelöst werden müssen und auch bei Prüfungen, lösen kann. Und zwar klassische Aufgabe, wir haben einen Hoch- und einen Tiefpunkt und so eine Funktion dritten Grades dadurch bestimmen. Also Funktion dritten Grades, jetzt fange ich mal folgendes an. F von x schreibe ich da einer und jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die nicht ganz perfekt ist. Ich muss, wenn ich die Funktion brauche, als weiter zum Weiterarbeiten mit Doppelpunkt ist gleich definieren. Okay? Mit ist gleich geht es auch. Hat aber ein bisschen Sache, ich mache es jetzt mal mit Doppelpunkt ist gleich. Es kann ja sein, dass schon mit ist gleich auch funktioniert. Und definieren wir das so, wie es die Schüler kennen, ax hoch 3 plus b, jetzt bitte mit Leerzeichen, wir wollen ja nicht b mal x wollen wir haben.
ich lasse es gleich wieder größer machen. Also f von x Doppelpunkt ist gleich. Das ist meine Eingabe. Mit dieser Funktion. Ah, das ist spannend. Ja. Habt ihr Leerzeichen gemacht oder ist es mal geschrieben? Schau das nochmal an. So, okay, ja. Ja. Ja, wieso auch immer. Wieso auch immer. Ja, na, zuerst habe ich die Eingabe übernommen. Also. Ja. Fragst du mich, ich weiß nicht, wie was dahinter reduce, was praktisch das außergibt, ja. Also das Hackerl habe ich gemacht, genau. Ich weiß nicht, was reduce als Vereinfachung herausgibt. Und deswegen okay. Wird wahrscheinlich, reduce wird wahrscheinlich x als, wird nach dem Potenten ordnen. Schätze ich mal. Gut, jetzt habe ich aber eine Funktion und jetzt kann ich Folgendes machen, ich kann die erste Ableitung bestimmen. Jetzt gibt es ein kleines Problem und ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es, um euch auf das Problem aufmerksam zu machen. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt f' reinschreibe? f' ist unbekannt, ja. Aber wenn ich f' von x reinschreibe, passiert auch nicht wirklich was. Ja. Ja, dieses Ableiten irgendwie nicht klar definiert ist. Wenn ich aber Ableitung reinschreibe, von meiner Funktion f von x nach der Variablen x. Also das habe ich eingeschrieben, okay? Was passiert da jetzt? Bin ich gespannt, ob sie das schon gelöst haben. Macht ihr die Ableitung? Ableitung f von x bei x. Die stimmen zu uns. Ja, und jetzt probiere ich, ob ich das zusammenkriege. Und zwar schreibe ich jetzt eine Ableitung. Ableitung f von a nach x. Und jetzt ist die große Frage, was macht er jetzt intern? Wieso kommt da 0 raus? Da haben wir schon lange drüber diskutiert. Was wird zuerst gemacht? Wird zuerst eingesetzt und dann abgeleitet oder wird abgeleitet und dann eingesetzt? In dem Fall wird jetzt zuerst eingesetzt, f von a bestimmt und abgeleitet, okay? Und das muss man bei diesen allen, gerade beim Ableiten ist mir das immer wieder aufgefallen. Also und wenn oben definierst f von a bei x? Nein, dann habe ich überhaupt zwei Variablen, dann ist die Variable a als Unbekannte drin. Das, was mir dann geht, ist, dass ich mir, wenn ich jetzt Funktionen nicht, also das habe ich mit Doppelpunkt gemacht, dann habe ich es eh nur da drinnen definiert gehabt. Wenn ich jetzt bei den Ableitungen, wenn ich die dann weiterverwende, dann muss man ein bisschen aufpassen, wie die Syntax intern ist. Und da haben wir schon lang diskutiert. Jetzt passt eigentlich perfekt, so wie ich es eben wollte. Die Ableitung wird von der Funktion f von x nach x definiert. Okay, und die definieren wir jetzt als neue Funktion, als Ableitung 1 von x. Doppelpunkt ist gleich. Wo habe ich einen Fehler eingeschrieben? Die Schrift aber nicht los. Nein, ich kann es leider, die Eingabe, das ist echt blöd. Aha, das geht eh schon wieder nicht mehr. Nein, die Schüler haben ja kein Problem damit, aber mir. Ja. Ah, das ist eh schon wieder das Problem. Ja, das ist eh schon wieder das Problem, ich sehe es schon. Das mag ich nicht. Habt ihr das gleiche wie? Will ich nicht. Oder kriegt ihr eine Antwort dazu? Ich habe F1 geschrieben und dann habe ich eine Definition geschrieben. F1 von x Doppelpunkt ist gleich Ableitung. Ableitung von f von x nach x. Und jetzt wird es erst so richtig interessant, ob er das macht. Ja.
Doppelpunkt ist gleich, ich habe vorher einen Blödsinn eben generiert und deswegen hat das nicht funktioniert in der Zelle. Jetzt kommt nochmal das zur Sprache, was ist, wenn ich jetzt F1 von A eingib? Wir würden erwarten, dass er was macht? Dass er jetzt in die erste Ableitung A einsetzt, oder? Schauen wir mal, was rauskommt. F1 von A. Stimmt das jetzt? Und jetzt haben wir jetzt habe ich das Problem generieren können. Das ist was ein mathematisches Problem ist. Da habe ich f von x nach x abgeleitet und das ist aber da als Variable wieder verwendet. Ja? Das heißt, jetzt habe ich da das Problem, dass er, wenn ich f1 von a schreibe, geht er zurück auf die Definition, setze a ein, leite es nach a ab und was ist das aus? Und nicht, was wir erwarten würden, 3 mal a Quadrat mal a ist 3, a hoch 3. Okay? Also da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem und das muss man in den Griff kriegen, indem man die Definitionen da eben anders macht. Bei uns ist jetzt wurscht, weil ich will eh noch Umkehraufgabe machen. Ja? Ich wollte euch nur auf das hinweisen. Ich kriege das jetzt nicht hin. Gell? Ich habe das genauso eintippt. Wie das, Thomas? Ja, mit ist gleich. Was sagt dafür? Redefinition failed, ja, das ist dann wahrscheinlich intern ist irgendwas belegt und dann kann. Der Doppelpunkt ist wichtig, sagst du, oder? F1 von A. Ja. Wenn ich mit Unterstreichungszeichen mache, versuche ich mal die Funktion mit Unterstreichungszeichen zu definieren. Nein, das ist jetzt einfach, weil ich da oben ist so definiert, F1 so definiert als über das X. Und das Problem ist dieses X mit dem X. Das ist aber ein mathematisches Problem und da arbeite jetzt gerade, das bin ich gerade, deswegen habe ich gerade das wieder angefangen. Ja, aber ich meine, wir sprechen jetzt schon davon, dass man im Prinzip F' bilden wird und dann A einsetzen will. Ja, genau. Ja, das hat er aber gemacht mit dem Unterstreichungszeichen bei mir. Der hat das genau gemacht. Nein, du hast fx definiert als 3x Quadrat, okay, aber nicht als Ableitung. Das ist der Unterschied. Ich habe f, die erste Ableitung. Nein, Moment, ich habe das aber vorher irgendwo als Ableitung drin stehen. Ja, das ist wurscht, aber jetzt ist definiert als dieser Term, und geht als Ableitung. Ja, verstehe, okay, gut. Okay, das war jetzt nur für Mathematik Interessierte, dass das programmiertechnisch interessant wird. Jetzt gehe ich eben den Weg, dass jetzt die zweite Ableitung von x, also f2 von x, händisch definieren, so wie es du gemacht hast, dass wir sagen, okay, die zweite Ableitung war dann 6ax, 6 mal a mal x, plus 2b, ja, bei dem ist es sehr uninteressant. Ja. Was ich aber damit euch zeigen möchte, ist folgendes, wenn ich jetzt die zwei Funktionen f1 und f2 so definiert habe, also ich habe es jetzt wirklich so gemacht, vielleicht würde man das auch noch geschwind, das 3ax² plus 2bx plus c definieren. Dann macht das nämlich richtig, wie man sieht dann. Dann habe ich jetzt die Ableitungen definiert, so wie es der Schüler auch macht. Und jetzt kann ich dieses Gleichungssystem mit GeoGebra CRS lösen lassen, weil es im Endeffekt darum geht, Hoch- und Tiefpunkt habe ich nicht gesagt, nehmen wir irgendwelche vier Gleichungen. Ich kann jetzt wirklich reinschreiben, f an der Stelle, der Hochpunkt sollte bei 2, 3 sein, dann sage ich f an der Stelle 2 ist gleich 3, Beistrich, und die erste Ableitung an der Stelle 2, also f1 an der Stelle 2, soll 0 sein. Also ich generiere jetzt da vier Gleichungen, dann f an der Stelle macht man minus 3, das sollte der Tiefpunkt werden, ist gleich minus 2, also ist f1 an der Stelle minus 3 gleich 0. Also das ist jetzt meine Eingabe, f an der Stelle, also die vier Gleichungen, Bestimmungsgleichungen habe ich einfach so eingegeben und da macht es meines Erachtens jetzt ein CRS schon Sinn, dass ich das jetzt nicht mehr alles ausrechnen muss und dann mit einer Matrizenmultiplikation das wieder löse, sondern da mache ich einfach nichts anderes, als dass ich das mit einem Enter bestätige und dann kriege ich wirklich diese vier Gleichungen heraus.
Ja, die stehen jetzt da in dieser Zelle 6 drinnen. Und wenn ich jetzt nur das lösen möchte, dann hole ich mir es nochmal runter in die nächste Gleichung und löse. Und dann kriege ich wirklich die Koeffizienten nicht raus. Okay, wo haben wir es? Ich habe das dann ohne F1 hingeschrieben und in die nächste Zeile F1 ist Dollar, das ist oben rausgekommen. Ja, ich habe auch da gleich geht, habe ich passt. Aber in der falschen Zeile, deswegen, das kann ich nicht lösen. Das kann ich nur übernehmen. So, und dann habe ich die Koeffizienten und jetzt müsste man wieder mit diesen Koeffizienten weiterarbeiten, dass ich da eine Liste draus mache. Also ich definiere das als Liste von Lösungen und dann kann ich wieder zugreifen auf die und dann geht die ganze Sache weiter. Aber das ist sehr viel Programmiersprache schon und das ist so eine Aufgabe, wo ich dann das eventuell noch hinkriege, dass ich dann auch da wirklich die Punkte eingezeichnet habe. Ich habe mir das, die Mühe mal gemacht, die Datei weiß ich, dass die jetzt hundertprozentig nicht funktioniert, das brauche ich euch gar nicht sagen, dass er praktisch mit einem Werkzeug, der hat dann nicht mehr Kassen neuer Punkt, sondern das Werkzeug hat Kassen Hochpunkt. Dann hat er da einen Hochpunkt einzeichnet, Klick. Mit einem anderen Werkzeug hat er einzeichnet einen Tiefpunkt, Klick. Und dann ist im Endeffekt dieses ganze CS im Hintergrund gestartet und hat evaluiert, aha, nimm den X-Wert von dem Punkt, den Y-Wert von dem Punkt, mach die ganzen Punkte durch und dann kriege ich die Funktion dritten Grades raus. Aber das hat genau zwei Tage funktioniert und bei der nächsten Version nicht mehr funktioniert. Also das ist je nachdem, was für neue Programmiersachen dabei sind. Aber in die Richtung kann es gehen. Ja. Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass wir im CAS ja was anderes machen können und teilweise auch wollen, als was das Grafik oder Tabelle oder das Fenster da dann darstellen kann. Ja, jetzt ist es natürlich lästig, wenn ich die Lösung habe, dass ich dann den Graphen in der Grafik darstellen kann. Ja, also so, du brauchst im Endeffekt nur mehr, wenn ich es gelöst habe, lasse ich es in einer Liste lösen und dann tue ich mir da die wieder extrahieren, Element erstes, Element zweites und so weiter und so fort. Ja, können wir das mal machen, wie das geht? Also ich würde jetzt Folgendes machen, dass ich das da mit Lösungen drüber schreibe. Also nicht Lösen, sondern Lösungen. Lösungen. Dass ich eine Liste kriege, gell? Ja. Bin ich da eh noch richtig unterwegs? Ich glaube, das sind ja gar nicht mehr die richtigen Gleichungen. Probieren wir es da mal einer. Da sind die richtigen Gleichungen. Beistrich A, Beistrich B, Beistrich C, Beistrich D. Jetzt spuckt er mir die, ohne dieses A ist gleich und so weiter. Und jetzt nehme ich die Liste noch, L1 ist gleich. Dann kann ich drauf zugreifen und dann kann ich sagen, Element von der Liste 1, Position 1, mag er nicht, Doppelpunkt ist gleich, habe ich vergessen, jetzt kann ich darauf zugreifen, okay, das ist wieder Matrix, das ist kein, auch nicht wirklich, ist jetzt anschauen, was genau L1 ist. Das ist jetzt mühsam, wie L1 definiert ist. Ja, jetzt ist es mühsam. Überleg. Das ist dann drauf. Ich kann Folgendes dazu noch sagen. Es sollte ja eher viel mehr in die Richtung gehen, Benutzerfreundlichkeit. Das ist überhaupt nichts mehr Benutzerfreundliches. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist nur, weil wir jetzt wollen, dass wir das ausprobieren. Ja. Das ist kein Sinn. Das heißt, da sind viel, viel andere Sachen dann sinnvoller. Beispielsweise soll es dann so gehen, dass ich einfach dann draufklicke. Ja. Dass ich dann einfach das markiere und ich kriege das dann aus. Und solche Sachen. Ja. Aber da sind gerade noch andere Probleme interessant. Ja. Nein, das extrahieren, aber da sind wir genau in der, da sind wir genau in der Ebene drinnen, wo früher das CAS in der Schule eigentlich
dann sinnlos war, weil ich dann eine komplette Syntax habe lernen müssen. Ja. Und das ist jetzt da auch. Also, drum, das kann man machen und man kann es bauen und man kann es probieren, aber für einen regulären Einsatz, den im Unterricht macht, oder für einen Schülereinsatz, dass der Schüler einsetzt, macht wenig Sinn. Okay. Also da muss man jetzt ein wenig überlegen, nur mal wie man das Ganze wirklich sinnvoll zusammenbringt, das CAS. Und jetzt zum Schluss kann ich ja sagen, ich bin wirklich schwer am Überlegen, ob das CAS, außer die Bereiche, die ich euch am Anfang so gezeigt habe, ja, in dieser Kombination mit den anderen GeoGebra-Funktionalitäten wirklich so viel extrem mehr bringt, ja, weil die Visualisierung von GeoGebra ist mir so wichtig. Ich bin ein optischer Typ, ja, und sobald ich was visualisieren möchte, brauche ich numerische Werte, ja. Also lasse ich das CAS dann weg. Es ist schön als Ergänzung und man kann wirklich tolle Sachen machen, ja, und vielleicht mit zwei Fenster koppeln, Tabellenansicht nicht, oder Tabelle und CAS koppeln, aber alles in einem wird schwierig werden, ja. Ich meine, das CAS, das macht natürlich eine ganz komplizierte Funktion zum Ableiten, wo man sagt, okay, also das mache ich nicht mehr händisch, das lasse ich jetzt die Maschine machen. Genau. Ja. Aber bei mir in der HQ vorwiegend Polynome ableiten, dann brauche ich das CAS. Eine Sache, die das Polynom bietet alles. Die da ganz vielleicht noch interessant sein könnte, weil manche geglaubt haben, ja, GeoGebra kann Funktionen nur mit einstelligen Parametern, also nur Funktionen von einer Variablen behandeln. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Also GeoGebra kann sehr wohl mehr, na, dann ist mal weg, CAS weg, Tabelle weg. So. GeoGebra kann sehr wohl auch andere mehrstellige Funktionen bearbeiten, also von mehreren Variablen. Es kann sehr wohl eine Funktion definieren, f von a-b, die lautet a Quadrat plus b Quadrat, und ich kann mit der arbeiten. Es wird natürlich nicht mehr dargestellt. Ja. Und ich kann jetzt nur, ich kann f in Abhängigkeit, also ich kann die Ableitung, das geht da drinnen ja auch. Nein, da nicht. Im CS ist es dann, dass ich das dann wieder verwenden kann, die Funktion. Aber mit dem kann man so auch schon arbeiten. Man kann sagen, f an der Stelle 3-4 und ich kriege den Funktionswert draußen. Dargestellt wird es halt nicht mehr. Wieso ist mir das gerade eingefallen? Weil ich habe mit dem CS einmal sowas gemacht mit einer mehrstelligen Sache, und zwar die Herleitung der Regressionsgerade über dieses Extremwertaufgaben von mit K und D als zwei Unbekannte. Das war nämlich meine Diplomprüfung, so eine meiner Diplomprüfungsfragen. Und dann habe ich mir auch überlegt, ist es möglich, praktisch diese Zielfunktion, das dann minimiert werden soll, die Abstandsquadrate sind minimiert werden, ist ja eigentlich nichts anderes als eine Extremwertaufgabe mit zwei veränderlichen, K und D. Ja, und das kann man dann schön aber definieren. Was ist die erste Ableitung nach K, die partielle Ableitung nach K, die partielle Ableitung nach D. Und dann habe ich auch das Gleichungssystem wieder gehabt. Also das habe ich mit dem einmal realisiert und dann im Grafikfenster dargestellt. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Jetzt schaue ich mal geschwind nach, ob das noch funktioniert. Hilft nicht mehr. Nein, mag nicht mehr funktionieren, aber da war die Grundidee. Seht ihr das dann über die Funktion Abstand D und K? Das war so die Grundidee. Dass die Abstandsquadrate berechnet werden und dann abgeleitet werden und dann das Gleichungssystem wieder berechnet werden. Gut. Das zu diesem Teil. Brauchen wir noch eine Pause oder sollen wir durchmachen bis... 16 Uhr. Pause. 5 Minuten kurze Pause, ja. Ja. 10 Minuten? 10 Minuten, ja. 15? Na, 5 Minuten reichen das nicht. 5? Ja. Machen wir eine kurze Pause, bevor ich dann... Kurze Pause. Und dann gehen wir weitergehen. Ja. Die letzten Sachen zeige.